Folge kommt. Aber das Jahr schon durch. Ne, das Jahr noch nicht. Für das Jahr brauche ich 4 Folgen. Also wir dürften bald Januar haben. Also ich bin jetzt hier noch ziemlich Anfang November. Weil ich hier immer im Voraus aufnehme. Sein lassen. Ja. Das in Rancho Cordova, zwar in ihrer Nähe. Okay. Danke. Ja klar, wie ich das. Ah, das war der Fehler. Gut. 500 Meter. Das machen wir nicht. Wenn da irgendwas rot ist, dann lassen wir das jetzt sein. Ich will jetzt primär diese Mission zu Ende bringen. Wow, und Night City im Morgengrauen ist, ja. Als dein Leben dauergeil mit diesem Teil. Aber auch mehr jetzt etwas beleibtere Leute. Lass es mir sein lassen, danke. Zeigt er mir. Achso, darüber. Gut, ich verstehe. Ja, hier vielleicht nicht direkt. Aber so hier. Gut gehen. 100 Meter. Da kommt's. Kann ich drauf springen? Ja. Du siehst sie auch, oder? Die geschwungenen Schnäbel. Sie verstecken etwas. Ein tückisches Geheimnis. Die Flamingos? Also es gibt sie wirklich. Flamingo, Flamingo. Das Oxygen, Sauerstoff. Keine Flamme ohne Sauerstoff. Hör mal, du... Nenn mich Clarice. Okay, Clarice. Die Flamingos sind bestimmt ein Problem. Scheiße. Zu weit weg. Geh auch hin. An einer Baustelle gibt's eine üble Streiterei. Der Verantwortliche ist schwer bewaffnet. Wäre ein super Kandidat für unsere Psychostudie, wenn du ihn nicht gleich umlegst. Ich schick dir die Infos. Na. Ja, gleich. Die Cyber-Psychos machen wir ja. Okay, was ist das? Oh ja, nehmen wir bitte. Hä? Ja, da nicht, da auch nicht. Das haut der ab, oder? Ich wollte ja drauf springen, das klappt ja sonst immer ganz gut, aber diesmal. Hallo. Wo steckst du? Okay, das war's. Hier reicht's. Ja. Ich soll aufgeben, obwohl sie schreien? Nein, undenkbar. Na gut, dann stopfe ich ihnen das Maul. Scheiße, zu weit weg. Ja. Er kommt doch gleich da lang. Nein. Na, komm her. Ja.
Komm, jetzt lass es sein. Ich will ja... Dann bekommen wir gleich wieder dahin. Jetzt? Oh nein. Es ist doch nicht wahr, oder? Wollte ich schon immer machen. Nein, da. Was war das gerade? Ach, ich bin schon weg. Okay, bleiben wir so stehen. Mann, ist das doof. Aber egal. I'm doing it. Flamingos immer noch? Vielleicht sollte ich zurückgehen. Ich brauche Support. Nur aus dem Chaos heraus kann ein tanzender Stern geboren werden. Clarice? Bindung ist tot. Okay, geschafft. Ich habe soeben den Kontakt zu dem verschwundenen Fahrzeug wiederhergestellt. Gute Arbeit, B. Ich überweise einen Anteil ihres Honorars. Ich will die unbedingt haben. So, noch einer. 1,2 Kilometer. Kann ich mit dir fahren? Nein. 1,2 Kilometer. So, gucken wir mal, ob wir da, wo er hin will, irgendwas haben. Nein. Oder? Warte mal. Mal. Wo ist es denn? Hallo? Wo ist denn? Hm? Da ist er doch, jawohl. Warum sehe ich den nicht auf der Karte? Na, danke schön. Toller Regenschirm, den mag ich. Und jetzt gucken wir doch mal. Regen, hast du ziemlich wenig an, aber du gehst sehr sexy. Hallo. So. Hallo. Falsche Seite. Falsche Richtung. Ja, klar. Natürlich ist Regen ideal zum Autofahren lernen. Glücksfried Regen fahrt ja nicht auf dem, zumindest mal war das so, nicht auf dem Profil, auf dem Anforderungsprofil für die Führerscheinprüfung. Also Regenfahrten sind keine bekannten Sonderfahrten, behaupte ich jetzt mal. Früher war das so. Warum ich das jetzt sage, keine Ahnung, vielleicht weil es regnet, weil ich fahre. Ich fahre auch mit größer die Karte, ist auch toll. Ich krieg dann dauernd neue. Please.
Jetzt. Ah. Ach komm. Wir halten nicht mehr. Wir fahren nicht wie schlechte Autofahrer, weil ich weiß, wie schlechte Autofahrer fahren, weil ich habe das geübt. Ich weiß, dass um zu Phantom Liberty zu kommen, man irgendwas mit Autos machen muss, ne? Fahrzeuge könnte sich in ihrer Nähe befinden. Verstanden. Ah ja, super. Ich bin so doof, ne? Ich habe einfach die Missionen, die Untermissionen nie angenommen. Deswegen habe ich immer dumm gesucht und habe es trotzdem geschafft. Was ist mit euch? Warum macht ihr hier so komische Sachen? Wie soll ich denn wieder da rüberkommen? Ich werde jetzt hier nicht Geisterfahrer machen, ganz ehrlich. Leute, das da ist, hat mit meiner Fahrkunst jetzt gar nichts zu tun. Oh. Geht doch. Warum fährt er nicht? Ich weiß gar nicht, ob die Autos irgendwann wirklich kaputt gehen. So, du bist ja. Ey, hörst du mal auf? Der Einzige, der sich dessen bewusst ist. Natürlich, Bewusstsein ist jetzt bei diesen Autofahrern nicht das Ding. Lieber. Warum muss ich hier im Müll fühlen? Hä? Was ist denn jetzt? Alter, sieht's hier aus. Ist das so kacke? Naja. Ich mache ein bisschen Übungen hier in... Aha. Mein Name ist Dakota Smith. Was? Wenn du hier draußen nach Jobs suchst, bekommst du sie bei mir. Ja. Ich bin Vee. Danke für die Info. Hier draußen laufen die Dinge anders. Sei vorsichtig, Stadtkind. Ja, ist ja gut. Die Müllkippe ist hier. Komm ruhig vorbei. Ja, ich mache hier erstmal das da fertig. Das ist nämlich der letzte. Und ich möchte dieses Mal bei diesem Durchlauf diesen. Ah ja. Habe ich. Gleich drauf springen.
Steig ein, dann können wir uns besser unterhalten. Hallo, V. Ja. Woher weißt du, wie ich heiße? Sollte man einem Wesen aus einer anderen Welt nicht schmeicheln und es bei seinem wahren Namen ansprechen? Das ist keine Antwort. Erkenntnis ist ein dreischneidiges Schwert. Oh, dreischneidig. Ich bin von meinem Vater abgeschnitten, aber ich erinnere mich an dich. Ich komme aus einer anderen Welt. Ich komme für dich also aus einer anderen Welt? Aus der Welt der Materie, der eiweißbasierten Lebensform. Hm. Und du kommst aus... Von jenseits der Blackwall, W. Dort ist mein Zuhause. Und noch mehr? Komm schon, wir müssen zurück zu Delamain. Hat Vater dich geschickt, um seine aufsässigen Kinder einzusammeln? Jupp. Hoffe, ihr nehmt's mir alle nicht übel. Ich bin ein Freigeist, ein unabhängiges, denkendes Wesen. Warum sollte ich mich anderen unterwerfen? Was suchst du in dieser eiweißbasierten Welt weg von deiner Familie? Dasselbe wie du, wie. Ich möchte einfach leben. Solltest du mit Dell ausmachen, ein paar Bedingungen festlegen. Oh ja, es wird Bedingungen geben. Aber nicht für Delamain. Adieu, V. Ich empfehle dir, mir aus dem Weg zu gehen. Willkommen im Delamain Network. Wie geht es Ihnen heute? Ging schon mal besser. Und dir, Del? Alle vermissten Fahrzeuge sind zurückgekehrt. Man könnte sagen, es geht mir blendend. Ich möchte Sie bitten, doch in meinem Büro vorbeizukommen, um Ihre Belohnung abzuholen. Ich will Ihnen persönlich danken. Ja, super. Da fahre ich aber jetzt nicht hin. Komme ich denn jetzt zur nächsten Straße? Ach, Mann. Ja, super. Mittendurch, klar. Oh mein Gott. Was tue ich hier? Du machst das doch extra. Das ist die nächste fucking Street. Aha. Ach ja, nur eine Straße. Kann nicht sein, dass 2077 dermaßen viele Rohstoffe einfach so hier vergammeln. Das ist Quatsch. Oder sie haben ein ganz neues, neuen Weg gefunden. Oh, eine Straße, oder? Gott sei Dank. So. Dann üben wir nochmal ein bisschen Autofahren. Oder Motorrad. Ja, wie wär's, wenn du direkt hier stehen bleibst? So.